Schranke, die Krise im Euro spitzt sich unablässig zu. Wir haben doch hier jetzt schon einen ziemlichen Höhepunkt erreicht, wo man sagen kann, wie soll das jetzt hier noch weitergehen? Also zunächst auf die bekannte verbrecherische Weise. Man druckt Euro und kauft Schrott und glaubt damit, das Problem gelöst zu haben. Das wird noch eine Zeit lang dauern, denn die bewilligten Mittel, die illegal bewilligten Mittel, sind ja noch nicht erschöpft. Aber irgendwann kommt doch der Zeitpunkt, wo selbst der dümmste Mann auf der Straße kapiert, dass hier was falsch läuft. So ist es. Das ist die Geschichte von dem Selbstmörder, dem es unterwegs von oben springt, leid tut und sagt, es ist ja nichts passiert. Es wird noch was passieren. Und dann reichen natürlich die bisherigen Mittel nicht aus, denn dann geht es ja nicht um die Umwandlung registrierter Staatsschulden in Fiskalschulden, sondern dann bricht die gesamte Ersparnis in den Problemländern auf, um auszusteigen aus dem Euro. Und dafür gibt es keinen Rettungsschirm und kann es auch keinen geben. Das ist zu viel. Das heißt doch, dass am Ende die meisten Leute alles verlieren werden, weil der Euro bricht. Nun ja, wer rechtzeitig aufgebrochen ist, verliert am wenigsten. Das ist der Mechanismus jeder Krise. Die zuerst kommen, die werden nicht bestraft, aber die zuletzt kommen, die beißen die Hunde. Was halten Sie denn von dem European Financial Stability Facility, EFSF? Ja, über die sprechen wir ja. Das ist ja der Rettungsfonds. Also das ist doch aber das Allerletzte eigentlich. Natürlich ist es das. Undemokratisch, absolut beherrschbar, unkontrollierbar, man weiß nicht, wer dahinter steckt und so weiter und so fort. Und finanztechnisch, das finde ich ja noch schlimmer, gar nicht effizient, denn es ist eine Gesellschaft ohne Goodwill, luxemburgischen Privatrechts, mit unzureichendem Kapital. Das sind lediglich die Garantien von Staaten, die sind allerdings limitiert. Und wenn das Garantiepolster überschritten ist, dann möchte ich den Herrn Reckling sehen, ob er da mit dem Hut in der Hand über die europäischen Kapitalmärkte tingelt. Nein, das ist eine begrenzte Maßnahme, die angesichts der in Rede stehenden Summen sehr schnell erschöpft sein kann. Wie sieht denn Ihr persönliches Szenario jetzt für die nächsten Monate, Jahre aus? Wir sehen doch, dass sich die Krise immer weiter zuspitzt. Wird der Rettungsschirm bald abgerufen? Ist er dann überhaupt wirksam? Kriegt man das Geld zusammen? Kann man so viel Schulden überhaupt machen? Also das sind viele Fragen in einer. Also erstens mal haben wir hier eine Klage gegen den Rettungsschirm, deren Verlauf ist abzuwarten. Das Gericht hat sich ja selber, Gottlob, in Zugzwang gebracht, denn es hat die Klage nicht nur angenommen, sondern zur Stellungnahme verschickt. Und die Stellungnahmen liegen ja teilweise vor. Und das heißt im Klartext, wenn man Stellungnahmen hat, da muss man auch eine Antwort darauf geben. Also ich rechne fest damit, dass wir noch im Laufe des Jahres, spätestens bis Frühjahr nächsten Jahres, eine öffentliche Anhörung im Gericht haben werden. Und das reicht für die Finanzmärkte als Alarmsignal, um die Flucht aus dem Euro zu verstärken. Mhm. Was kommt dann? Ist es überhaupt vorstellbar, dass ein deutsches Verfassungsgericht sich über europäische Direktiven hinwegsetzt? Nun, was nicht war, kann ja mal werden. Man soll nie sagen, weil es in der Vergangenheit so gelaufen ist, muss es in Zukunft auch so sein. Selbst Verfassungsrichter sind zusätzliche Einsichten fähig. Dazu zählt auch zusätzliche Mut zum eigenen Recht. Und es gibt in diesen Dingen keinen Determinismus. Also das Verfassungsgericht ist wie jedes Gericht für jede Überraschung gut. Wie bewerten Sie die Handlungen der Politiker, die ja letzten Endes nur Getriebene dieser Krise aktuell sind? Gibt es da Alternativen zu dem, was in der letzten Zeit davor fabriziert wurde? Also ich habe in Deutschland nur von einem einzigen, mutigen, kleinen FDP-Abgeordneten gehört, dass er öffentlich gegen diese Politik mit guten Argumenten protestiert hat und seinen Widerstand angekündigt. Einer von 600 und etwas, aber man freut sich auch über diesen einen. Aber wie erklären Sie sich, dass die Politiker hier alle an einem Strang ziehen? Warum gibt es so wenig Kritik auch aus den Reihen der Bundesbank? Sind die alle gekauft von Europa? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Wahrscheinlich kommt hier vieles zusammen. Zunächst einmal Unverstand. Schon der große Lord Dahrendorf hat in der Besprechung zu meinem ersten Buch über die
monetäre Vereinigung in Deutschland geschrieben. Argumente, unter anderem, wie ich sie damals brachte, sind in der Öffentlichkeit nicht diskussionsfähig, weil sie zwar richtig sind, aber der Sachverstand der Politik reicht nicht aus, sie zu bewerten. Ich glaube, dieses Urteil gilt immer noch. Hier fehlt es erstmal an Sachverstand. Es kommt aber natürlich etwas hinzu, was man, ja, ich würde sagen, die deutsche Nachkriegserbsünde nennen würde. Der Schock über den Zweiten Weltkrieg und so weiter wirkt ja immer noch nach und hat zu der Mentalität geführt, man könnte historische Schuld mit Geld abbezahlen. Und deswegen sind wir ja in die EU gegangen, deswegen sind wir in den Euro gegangen, deswegen nehmen wir unsere Kinder und Enkel in Haftpflicht, dass sie weiterzahlen, um die historische Schuld der Großväter und Urgroßväter abzuzahlen. Das ist eine verheerende Mentalität und die erklärt den Teil der politischen Europa, den Europamythos. Also der deutsche Politiker als Erfüllungsgehilfe der Enteignung deutschen Volksvermögens. Das ist die Folge. Das ist die Folge. Die anderen, die europäischen Freunde, ja, warum sollten sie nicht zugreifen, wenn man ihnen ein offenes Konto in Deutschland anbietet? Und jetzt führt dieses offene Konto dazu, dass gezahlt wird. Aber jedes offene Konto endet an der Zahlungsunfähigkeit. Und die Zahlungsunfähigkeit Deutschlands, die ja unterwegs ist, die wird das Abenteuer beenden. Das ist dann der letzte Termin, den ich mir nenne. Der erste wäre das Urteil des Verfassungsgerichts. Dazwischen könnte wachsende Einsicht der Politiker liegen, aber der Endtermin ist die deutsche Insolvenz. Professor Hanke, vielen Dank für dieses Gespräch.